Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, der uns wieder ganz vergnügt aus Wien zugeschaltet ist und gesprächsbereit ist für diese Sendung. Er ist der Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke Mission Österreich und er unterrichtet Dogmatik an der Hochschule Benedikt XVI. Am Stift Heiligenkreuz vor den Toren Wiens. Pater Karl, der heilige Josef ist ja der Nähr- oder Ziehvater Jesu. Kommt natürlich in der Heiligen Schrift vor, überhaupt keine Frage, an mehreren Stellen. Aber es ist in der Heiligen Schrift kein Wort von ihm überliefert. Und im Heiligen Land, wenn ich das so betrachte, also ich weiß jetzt nicht, dass es da ausgewiesene Orte gibt, die irgendwie mit dem heiligen Josef, also vor allem auch ausschließlich mit dem heiligen Josef in Verbindung gebracht werden. Und doch gibt es immer wieder Zuschriften, wo ich staune, woher kommen diese Erkenntnisse in diesen Zuschriften? So darf ich gleich zu einer ersten Zuschrift kommen. Sehr geehrter Pater Wallner, die drei Lehr- und Amtsjahre Jesu. Als Maria durchs Los im Tempel zum Josef ins Haus kam, war sie 14. Der Josef war 70. Er war verwitwet und hatte 5 Söhne. Bei der Geburt war sie 16. Der jüngste Sohn Josefs war der Jakobi. Er war 16, als Jesus geboren wurde. Dieser hat das Jakobusevangelium geschrieben, die Jugend Jesu. Es wurde in 18 Sprachen der Welt gedruckt. Freundliche Grüße, Punkt, 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 Pater Karl. Ich bin irritiert, ja. Ich bin dankbar für diese Zuschrift, weil wir können dann was klären. Ja, ja. Aber ich bin immer irritiert, woher kommen diese ganzen Zahlen und angeblichen Fakten? Deshalb macht man es auch im wissenschaftlich-theologischen Bereich immer so, dass man Quellenangaben macht. Ich vermute, dass die nicht dabei sind, weil was da drinnen steht, das ist einfach also zum Großteil Unsinn. Ja. Vielleicht aber, Thomas, vorher noch die Sache mit dem Ort des heiligen Josef. Du hast in Nazareth neben der Verkündigungsbasilika hast du das Haus des heiligen Josef, über dem eine wunderschöne, glaube ich, romanische Kirche erbaut ist. Ich habe im April 2022 mit der Pilgergruppe dort eine wunderschöne Messe gefeiert, schon oft dort die Messe gefeiert. Dort bete ich immer sehr, weil der heilige Josef hat ja den Haushalt verantwortet, ja, als Nährvater Jesu. Und er ist deshalb auch eben jetzt nach der frommen Gläubigkeit von uns Katholiken für die Finanzen zuständig, also für den Haushalt, für die Ökonomie. Ich habe dort schon für die Schwestern in Meierling viel erbetet, in Nazareth. Also es gibt diesen Ort und unter der Kirche zeigt man auch Ausgrabungen, die eben als Haus des heiligen Josef und so weiter in der Kreuzfahrerzeit gegolten haben. Also natürlich hat er in Nazareth gelebt eben jetzt und dort hat es ja dann ein Haus gegeben, in dem die heilige Familie gelebt hat. Und das ist direkt neben der Verkündigungsbasilika. Das Zweite ist, also dass der heilige Josef ein alter Mann ist, das geht auf dieses Jakobus-Evangelium, nicht Jakobi, sondern Jakobus-Evangelium zurück. Der Autor dieses Evangeliums wird pseudonym, also das war nicht der echte, ausgewiesen als Jakobus. Und von diesem Jakobus lesen wir, dass er in der Bibel jetzt eben vorkommt, als Herrenbruder, als Bruder des Herrn. Und dieser Ausdruck Bruder des Herrn hat jetzt eben dann einen apokryphen Autor des zweiten Jahrhunderts inspiriert, die Jungfräulichkeit Mariens durch Geschichten zu verteidigen. Das Interessante an diesem apokryphen, also nicht offenbarten Evangelium nach Jakobus ist, dass es im zweiten Jahrhundert ein großes Bedürfnis gibt, gegenüber der Polemik, die aus jüdischen Kreisen kam, und die sagten also Maria, das war ja eine Dirne, die hat mit einem römischen Zöllner ein uneheliches Kind gehabt, nicht, also mit dem Panthera, also da gab es ja wirklich eine miese, wie nennt man das, Denunziation. Und im zweiten Jahrhundert möchte dieses Evangelium des Jakobus die Jungfräulichkeit Mariens verteidigen, indem es Geschichten über die Kindheit und über die Verlobung Mariens erzählt. Da kommt zum Beispiel vor, dass Maria schon Tempeljungfrau gewesen sei.
Deshalb zeigt man die Kirche der heiligen Anna ja auf der einen Seite des Tempelplateaus, dort wo die Waschungen der Gefäße stattgefunden haben in Jerusalem. Also dort habe Maria schon als Kind gelebt, ist sehr unwahrscheinlich. Ja, muss ich dazu sagen aus theologischer Sicht, weil es hat im Judentum keine Tempeljungfrauen gegeben, die hat es in anderen Kulten gegeben. Aber dass sie dort also schon gebildet war, das kann man alles durchaus gelten lassen. Auch der Name Joachim und Anna kommt in diesem Evangelium vor. Deshalb hat es in der Ostkirche einen hohen Wert. Und dann wird jetzt eben die Jungfräulichkeit Mariens auch insofern verteidigt, wie der Engel kommt, ist der heilige Josef, der Arbeiter ist, der ist weit weg, also der kann es nicht gewesen sein. Dann gibt es ein Gottesurteil über ihre Jungfräulichkeit. Dann gibt es eben auch, ja, und dann die Hauptgeschichte ist, der heilige Josef war ein Witwer, wird dort erzählt, und der hatte eben bereits Kinder. Also von 5 Kindern, oder was da jetzt gesagt worden ist, habe ich nie gehört. Im Jakobus-Evangelium, glaube ich, sind es 2, die genannt worden, nämlich Jakobus und Joses, also als Kinder des Josef. Aber das sind Legenden, die erzählt werden. So möchte man auf einfache Weise die Herrnbrüder erklären. Aber für die Herrnbrüder gibt es ja ganz andere Erklärungen. Also das waren nicht die leiblichen Brüder, das waren Verwandte in diesem allgemein orientalischen Sinn, eben jetzt einer orientalischen Sippe. Das waren Cousins ersten, zweiten Grades und so weiter. Gerade bei Jakobus, dessen Mutter ja eine Maria ist, die eindeutig nicht die Mutter Jesu ist, wissen wir ja auch, dass er eben kein leiblicher Bruder von Jesus ist. Also auf jeden Fall, was da geschildert worden ist, ist ziemlich abenteuerlich. Und bitte, also schaut, welche Quellen ihr dazu habt. Es ist ganz viel Gnostisches im Umlauf, Esoterisches im Umlauf. Es wird ganz viel Propaganda auch gegen die Jungfräulichkeit Mariens auch heute verbreitet, zum Beispiel auch von den Zeugen Jehovas, die ja substanziell nicht an die Gottheit Christi glauben und für die das eben dann auch wichtig ist, aus Jesus nur ein natürliches Kind unter vielen von Maria zu machen und so weiter. Also da muss man einfach wirklich aufpassen, wo nimmt man eben solche Behauptungen her? Theologisch verantwortet sind sie nicht. Unser Glaube sagt ja, Jesus Christus hat eine wahre menschliche Mutter, nämlich Maria, aber eben den himmlischen Vater. Und dazu kommt die Lehre, dass Maria vor, in und nach der Geburt Jungfrau war und geblieben ist. Und jetzt eine Zuschrift dazu. Sehr geehrter Herr Dr. Rimmel, zum Thema Jungfernschaft der heiligen Gottesmutter Maria. Ja, sie war auch vor der Geburt Jesu Jungfrau, da sie mit keinem Mann geschlafen hatte, der sie schwängerte. Die Kraft des Höchsten, die Kraft Gottes, beziehungsweise seines Geistes überschattete sie. Als sie gebar, war sie immer noch Jungfrau, da sie ja noch immer kein Mann geschlechtlich berührt hatte. Es ist dabei vollkommen nebensächlich, ob bei der Geburt das Hymen zerbarst, wie wahrscheinlich, oder ob Gott diesbezüglich ein Wunder wirkte und Jesus durch das geschlossene Hymen ins Leben treten ließ, was äußerst unwahrscheinlich ist. Auch ein junges Mädchen, das noch keinen Geschlechtsverkehr hatte, aber zum Beispiel durch sportliche Aktivitäten das Hymen verletzt, ist selbstverständlich Jungfrau. Wenn so ein Mädchen, ohne je mit einem Mann geschlafen zu haben, vielleicht in ein Kloster eintritt, so kann es mit Fug und Recht sagen, ich bin Jungfrau, hochachtungsvoll, aus einer längeren Zuschrift ein paar Absätze. Ja, also das Thema Jungfräulichkeit kommt, wenn es eben jetzt in der Öffentlichkeit vorkommt, meistens sehr spöttisch vor. Also dass man die Christen als dumm hinstellt, weil sie jetzt eben an eine jungfräuliche Geburt des Sohnes Gottes aus Maria jetzt eben glauben. Also in Kabarets und so weiter immer wieder als sich lustig machen über irgendetwas. Ich möchte mal, bevor ich, also die Kirche verbietet sich solche detaillierten Gedanken, möchte ich nur dazu sagen, aber ich gehe gleich darauf ein, dass wir mal das Ganze wirklich auf den Punkt bringen. Du hast schon gesagt, das, was wir glauben, ist nicht, dass Gott nicht bloß irgendeinen Boten, einen Propheten, einen menschlichen Mittler in die Welt gesandt hat, sondern er, der in sich dreifaltig die Liebe ist, wird Mensch. Um genau zu sein, der Logos, der ewige Sohn, wird Mensch. Also wir glauben, dass wir in Jesus Christus nicht einen Menschen vor uns haben, der Göttliches spricht, also dass Gott Worte durch Propheten gibt, das haben wir im Alten Testament auch.
Aber dass das Wort Gottes fleischhaft, menschhaft vor uns steht, dass wir an seinen Worten und an seinen Taten ablesen können, wie Gott ist, das ist die einzigartige Sensation des Christentums. Und die Jungfräulichkeit Mariens, dass sie eben empfängt vom Heiligen Geist, dass sie selbst rückfragt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Dass Josef im Matthäus-Evangelium, ja, also sie verlässt, weil er das eben jetzt nicht, weil er es nicht war, ja. Das ist biblisch in zwei Evangelien bezeugt eben jetzt. Das sind die Kindheitsgeschichten, fokussieren sich auf diese Jungfräulichkeit, in der Maria jetzt eben Jesus gebiert. Tatsächlich unterscheidet die alte Kirche drei Formen der Jungfräulichkeit Mariens: Antepatum, Inpatum et Postpatum, also vor der Geburt, in der Geburt und nach der Geburt. Auf vielen, vielen ostkirchlichen Ikonen sind deshalb um die Theotokos, um die Gottesgebärerin, drei Sterne, um diese drei Dimensionen der Jungfräulichkeit auszudrücken. Das Allerentscheidendste ist diese Jungfräulichkeit vor der Geburt. Also, dass hier Gott handelt, dass nicht menschliches Zutun jetzt eben dieses Kind hervorbringt, sondern dass Gott sie empfing vom Heiligen Geist, sagen wir, dass Gott hier in einer Weise Beziehung schafft, Geistesbeziehung jetzt eben zu einem menschlichen Wesen, in dem er selbst gegenwärtig wird in Jesus Christus. Das ist das alles Entscheidendste. Die anderen beiden Formen der Jungfräulichkeit, also die Jungfräulichkeit in der Geburt, von der der heilige Thomas sagt, also weil hier da jetzt so medizinische Details thematisiert worden sind, also hier soll man bitte aufhören, sich irgendwas, wie soll ich sagen, also da ist man in einem Bereich drinnen, der, schau, ich wollte das eine, wollte ich nur sagen. Warum ist die Jungfräulichkeit so ein Thema jetzt eben auch? Weil wir haben ja viele andere Wunder, die bei weitem nicht so lustig gemacht werden, wie wir es in der Bibel jetzt eben haben. Weil ja jeder von uns am Anfang seines Lebens als Kind nicht weiß, wie ein Mensch wird. Ja, wir wissen ja nicht. Das sind ja immer die Frage, Mama, wo kommen die Babys her? Oder warum, was ist, wie ist das, warum bekomme ich plötzlich eine Schwester? Und so weiter. Das sind ja Fragen, die da drinnen sind und dann werden irgendwelche Geschichten erzählt und so weiter. Und man kann sich das ja nicht vorstellen, weil man ja physiologisch auch gar nicht so weit ist und sich einen Zeugungsakt nicht vorstellen kann. Und dann eben irgendwann bekommst du mit, wie jetzt Kinder entstehen, ja? Und dann bist du plötzlich aufgeklärt. Ja. Und jetzt kommt die Kirche und sagt, aber Jesus ist nicht so geworden, ja, sondern der wird durch den Heiligen Geist. Ja. Und das ist, deshalb habe ich das Gefühl, ist man hier so polemisch gegen die Jungfräulichkeit Mariens. Für uns ist sie aber vom Glauben her wirklich deshalb substanziell, weil es hier um Christologie geht, also um den Glauben an Jesus Christus, von dem wir eben glauben, dass er der Menschheit nach, ganz aus der Jungfrau Maria, der Gottheit nach, ganz aus der Zeugung des ewigen Vaters kommt. Wir kommen zu einer weiteren Zuschrift. Das Markus-Evangelium beschreibt in Kapitel 3, wie Jesus in einem Haus ist. Und es heißt dann in Vers 31, seine Mutter und seine Brüder kamen. Und jemand sagte dann zu Jesus, und das ist Vers 32, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Das jetzt als Hinführung zu dieser kurzen Zuschrift. Auch wieder deutlich gekürzt. Sehr geehrte Herren Pater Karl und Pfarrer Rimmel, danke für Ihre interessante Sendung. Ein Diskussionsobjekt ist die Jungfrauengeburt. Nach einer Geburt ist eine Frau keine Jungfrau mehr, sagt meine Freundin. Maria hatte doch noch andere Söhne. Herzlichen Dank und viele Grüße. Punkt, Punkt, Punkt. Wieder diese Frage, wie erklären sich diese anderen, die da vorm Haus stehen, diese Verwandten? Diese Brüder. Ja, also es gibt scheinbar jetzt eben verschiedene Hinweise, die dazu führen könnten, dass man glaubt, dass Maria, nachdem sie ihren Erstgeborenen zur Welt gebracht hat, so wird Jesus genannt, dass sie weitere Kinder hat. Schon der Begriff Erstgeborener, Prototokos, ist eine Herausforderung, weil wenn wir zu etwas das Erste sagen, gibt es was Zweites auch. Ja, also zum Beispiel Papst Franziskus nennt sich nicht Franziskus der Erste, weil nicht gewiss ist, dass es einen anderen Papst gibt, der sich dann irgendwann einmal den Namen Franziskus wieder nehmen wird. Ja. Also er wird aber Franziskus der Erste werden, wenn es eben jetzt einen zweiten gibt, der den Namen nimmt. Ja. Also ist ganz klar. Also aber im Hebräischen ist Prototokos Erstgeborener
ist ein Rechtsbezeichnung. Erstgeborener bist du automatisch, wenn du als Erster geboren wirst, ganz egal, ob dann weitere Kinder kommen. Also so viel mal zu diesem Begriff, der in die Irre führen könnte. Am stärksten ist natürlich die Irreführung durch die Begriffe Herrenbrüder. Also Jesus, da werden Brüder, vier werden namentlich genannt. Ich schaue mal, ob ich es zusammenbringe. Da gibt es den Jakobus, da gibt es den Joses, da gibt es den Simon und den Judas. Das sind die vier Herrenbrüder, die wir eben namentlich haben. Es gibt auch noch Schwestern in Nazareth, die werden auch genannt. Da haben wir aber keinen Namen davon. Interessant ist, dass wir von einem Herrenbruder, von Jakobus, nämlich wissen, wie seine Mutter heißt. Der heißt nämlich auch Maria. Die wird mehrmals genannt, zum Beispiel beim Grabbesuch nicht und so weiter. Und diese Maria, die Mutter des Jakobus, wird immer genannt Maria, die Mutter des Jakobus und nie Maria, die Mutter von Jesus. Und das ist das Hauptargument, dass diese Maria, die eindeutig die Mutter des Jakobus ist, nicht identisch ist eben jetzt mit der Mutter Jesu. Es wäre völlig unlogisch, die Mutter des Bundespräsidenten nach dem Bruder des Bundespräsidenten zu benennen. Also das wäre Unsinn. Also wir haben eine eindeutige Zuweisung eines der Herrenbrüder an eine Mutter, die nicht die Mutter Jesu ist. Die wird auch immer an zweiter oder dritter Stelle genannt, wann sie aufgezählt wird, nach Maria Magdalena und so weiter und so fort. Und wir können daraus schließen, also ich könnte es jetzt noch detailliert weiter fortsetzen, bitte schreibt mir, ich kann euch meine Skriptenteile dazu zuschicken, das müssen meine Studenten im ersten Semester oder im zweiten Semester jetzt eben auch begreifen oder mitbekommen, wie hier die Kirche das Ganze versteht. Es waren keine leiblichen Brüder des Herrn, es waren Verwandte, wie die orientalische Sprachweise jetzt eben ist. Brüder sind alle, die in einem Haushalt oder in einer Sippe jetzt einfach sind, weil die Verwandtschaftsverhältnisse durch Leveratsehe und alles mögliche sehr kompliziert jetzt eben waren. Es wurden dann auch Patenkinder und so weiter aufgenommen. Also wir haben hier Verwandte von Jesus, es waren tatsächlich leiblich Verwandte und auch ganz eindeutig ist, und das haben wir an diesen Stellen, Markus Evangelium 3, wo eben jetzt Maria mit den anderen kommt, Jesus möchte keinen genealogischen Sippenclan jetzt eben gründen. Ja. Die sind für mich Bruder, Schwester, Mutter, ja, die jetzt eben den Willen Gottes erfüllen. Das sind meine Brüder und Schwestern. Und nicht jetzt eben Sippe durch Blut und Verwandtschaft und so weiter, wie dann eben jetzt gerade im Islam, also das eine sehr große Rolle jetzt eben spielt über die Kalifen und so weiter. Aber bei uns überhaupt nicht. Verwandt mit Jesus bist du, wenn du an ihn glaubst. Wir sprechen über die Kindheitsgeschichte Jesu, eine weitere Zuschrift, die hier nochmal um Klärung bittet. Lieber Herr Pater Karl Wallner, deutlich gekürzt, mir bleibt nach wie vor unklar, welche heilsgeschichtliche Bedeutung, es geht also um die heilsgeschichtliche Bedeutung, der theologische Streit haben soll, ob Jesus zum Beispiel leibliche Brüder gehabt haben soll oder nicht, ob Josef nur Nährvater Jesu war oder nicht, ob Maria bis ins hohe Alter verheiratet war oder nicht. Es grüßt, Punkt, Punkt, Punkt. Also, wenn man die beiden, ich lasse mal die Jungfräulichkeit in der Geburt weg, die Jungfräulichkeit vor der Geburt, also dass Maria vom Heiligen Geist empfängt, da geht es um Christus. Das ist ganz eindeutig. Ja? Also, es würde Christus nicht betreffen, die Christologie, wenn Maria nachher auch Brüder gehabt hätte. Aber bei dem anderen Thema, dass Maria auch nach der Geburt jungfräulich bleibt, ja, da geht es schon um die Anthropologie und um die Beziehung jetzt eben, die zu Gott möglich wird, durch das Erfülltsein eben jetzt mit Christus, durch die Beziehung mit Christus. Und hier entsteht plötzlich anthropologisch etwas völlig Neues, denn es war im ganzen Alten Testament wie im Orient eine Schande und ein Unwert, keine Kinder zu haben. Je mehr Kinder, desto besser. Je mehr Kinder, desto angesehen und so weiter. Und hier plötzlich kommt eine geistige Dimension in die Mutterschaft hinein, das Erfülltsein eben durch Gott und es entsteht plötzlich die Erkenntnis, dass Jungfräulichkeit aufgrund dieser Beziehung zu Gott ja, nicht eine Schande ist, nicht etwas Negatives, sondern eine andere Form von Gottbezogenheit, Erfülltheit und auch Fruchtbarkeit darstellt. Also bei der Jungfräulichkeit nach der Geburt geht es wirklich um die große Frage, die heute natürlich umstritten ist. Ja, also wo wir in einer hochsexualisierten Welt jetzt eben leben, ob da ein Wert drinnen liegt,
geistig so erfüllt zu sein aus der Beziehung zu Gott, wie wir das von der Mutter Gottes jetzt eben glauben, dass diese geistige Erfüllung eben jetzt zu einem jungfräulichen Leben, zu einem erfüllten jungfräulichen Leben führt. Also das ist die große Frage. Also tatsächlich stimmt es, die Wertigkeit der Jungfräulichkeit vor der Geburt ist dogmatisch gesehen höher als die Wertigkeit der Jungfräulichkeit nach der Geburt, aber sie hat eben anthropologisch, also für unser spirituelles Sein, eine hohe Bedeutung, denn sie begründet eigentlich den gottgeweihten Stand und den Zölibat. Und die heilsgeschichtliche Bedeutung, ob Jesus Brüder hatte oder nicht, von dieser Aussage? Ja, die heilsgeschichtliche Bedeutung, also dass er Verwandte hat, ist heilsgeschichtlich wichtig, ja, weil er wirklich in ein menschliches Milieu jetzt eben eindringt. Und die heilsgeschichtliche Bedeutung, dass er keine leiblichen Brüder hatte, ist, dass er hier wirklich in einer völlig einzigartigen Weise in diese Welt tritt, zwar in einem genealogischen Kontext, aber dass die Mutter Gottes ihn, ja, also von diesem Gebären in sich tragen und Gebären von ihm so erfüllt ist, dass das ihr ganzes Leben jetzt eben prägt, ja, und ihrem ganzen Leben Gewicht und Fülle gibt. Und keine Kinder mehr, weil Jesus schon alles ist. Ja, das ist, Entschuldigung, Thomas, das ist für mich auch wichtig, weil ich hätte auch gerne Kinder. Ja, also ich bin jetzt in einem Alter, da könnte ich ja schon Opa sein. Und das ist, sieht man, beim Zölibat sehen die Leute immer nur Sex und so weiter. Aber es ist auch, du hast auch Beziehung, du hast Kinder, Enkelkinder. Das ist etwas ganz Wunderschönes, ja. Aber Jesus ist schöner, Jesus ist feiner, Jesus ist reiner. Ja, wie es in diesem Lied vom schönsten Herrn Jesus jetzt eben heißt. Ja. Also Jesus gibt eine Fülle, die dieses Defizit eben jetzt, und es ist menschlich gesehen ein Defizit, ja, das wir bewusst ja auf uns nehmen, um jetzt eben aus einer anderen Fülle jetzt eben leben zu können. Und das wird eben durch diese Jungfräulichkeit Mariens nach der Geburt, die dann im 4. Jahrhundert von Ambrosius, von Augustinus, von Hieronymus und so weiter sehr stark thematisiert ist, vom beginnenden Mönchtum, ja, die eben jetzt sehen, aha, also es ist kein verkürztes Sein, wenn wir jetzt eben unverheiratet bleiben oder wenn Witwen dann nicht nachher mal jetzt eben heiraten. Wir leben jetzt eben ganz für Christus und unser Leben in dieser Jungfräulichkeit hat einen Wert, ist kein Hungerleiden an Liebe, sondern ist ein Erfülltsein durch eine andere Form von Liebe, nämlich zu Jesus Christus allein. Ein Thema, das ganze Bücher füllt, sind Widersprüche in der Bibel. Das ist ein ganz eigenes Thema. Und wir haben hier eine Zuschrift zu einem vermeintlichen Widerspruch aus der Kindheitsgeschichte Jesu. Ich trage mal das vor als Hinführung. Auf der einen Seite heißt es in Matthäus Kapitel 2, Vers 13 folgende: Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Im Lukas-Evangelium Kapitel 2, Vers 22 heißt es: Als sich für sie die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Also hier ist nicht die Rede, dass sie dann gleich nach der Geburt nach Ägypten gezogen sind, sondern dass Maria und Josef den wenige Wochen alten Jesus im Tempel von Jerusalem dargebracht haben. Jetzt die Zuschrift, sehr geschätztes Seelsorgeteam. Wir hören von den Geburtsgeschichten von Jesus in zwei Evangelien. Nach Matthäus musste die heilige Familie nach Ägypten fliehen und blieb dort bis zu Herodes Tod. Nach dem Lukas-Evangelium zog die heilige Familie nach der Darstellung im Tempel wohl 40 Tage nach der Geburt nach Nazareth zurück. Was stimmt nun? Wie erklärt sich diese inhaltliche Abweichung? Pater Karl, diese Frage liegt bei uns öfters vor. Das finde ich ganz interessant. Ja. Also hier erlaube ich mir jetzt nur einen Literaturverweis auf den dritten Band Jesus von Nazareth von Papst Benedikt XVI. Der hat sich ausführlich dort mit diesem Thema beschäftigt. Und
wie ich es jetzt im Kopf habe, synchronisieren kannst du es nicht. Ja, also wir haben hier tatsächlich Diskrepanzen vorliegen. Wir haben ja das grundsätzliche Problem, wir rechnen seit Dionysius Exiguus 532, der hat unsere Zeitberechnung begründet, hat sich verrechnet, nicht? Also wir haben das Jahr 0 und Herodes der Große ist gestorben 4 vor Christus, ganz eindeutig. Ja, also unsere Zeitrechnung passt als solche nicht. Die Frage ist immer jetzt, also können wir das überhaupt jetzt mit einer kriminologischen Akribie jetzt eben feststellen? Wir können es nicht mehr. Ja. Die Evangelisten schreiben, Lukas 70, 80 nach Christus, schreiben aus einer Perspektive heraus, was ihnen berichtet worden ist, auch was ihnen wichtig ist. Für Lukas ist ganz wichtig, dass Jesus die Vollendung des Tempels in Jerusalem ist. Das ist ganz wichtig. Und er wird eben schon am 40. Tag, wo eben die Kinder ausgelöst werden, die Erstgeborenen durch ein Blutopfer, wird er schon in den Tempel gebracht. Das eigentliche Opferlamm, ja, das dann 33 Jahre später am Kreuz sterben wird, wird hier schon in den Tempel dargestellt eben jetzt, nicht? Und Simeon nimmt es in die Hand. Also das ist eine Darstellung, die ihm wichtig ist. Für Matthäus ist wieder ganz wichtig, und ich sage dazu auch ganz leise, dass viele Exegeten meinen, dass das nicht so historisch echt sei, die Flucht nach Ägypten. Das darf ich aber nicht laut sagen, weil wenn hier jetzt Kopten zuschauen, wie stolz sind die Ägypter heute, diese Märtyrerkirche, dass eben jetzt die heilige Familie dort gewesen ist in Ägypten. Da muss man immer sehr aufpassen, ja. Das sind auch Traditionen, das steht so in einem Evangelium. Und ich setze jetzt mal voraus, dass der Evangelist Matthäus im Jahre 70 keine Fantasiegeschichten geschrieben hat, sondern auch historische Quellen, aber das vielleicht eben jetzt falsch. Und vielleicht waren die erst in Ägypten eben jetzt. Also ich weiß es nicht, ich kann es nicht synchronisieren. Schaut's mal nach bei Papst Benedikt, ob es der synchronisieren konnte. Der beschäftigt sich ja da auch groß mit der Frage, ob Jesus überhaupt in Bethlehem geboren ist, was ja auch diskutiert wird. Also die Frage ist immer, bringt es jetzt für das Heil, das Christus mir, der Welt schenken wollte, bringen jetzt solche geografische Lokalisierungen mit historischer Akribie und kriminologischer Technik, ist das jetzt das Entscheidende? Wenn ich in Bethlehem, wo ich ja schon so oft war, jetzt eben bin, und ich bin da der Geburtsgrotte und ich knie mich hin und ich küsse den Stern dort, auf dem Christus geboren ist, ich kann ziemlich sicher sein, dass er nicht dort geboren ist, ja, sondern dass das irgendwann dann in der Wallfahrerzeit und so weiter, also ab Kaiserin Helena und so erst dann so, also ich weiß nicht, der Felsen Golgotha, der ist historisch echt, also das sagen alle Historiker. Aber ist es wirklich die, oder in Heiligenkreuz haben wir eine Kreuzreliquie, ist es wirklich das Entscheidende, wenn ich dieses Stück Holz jetzt eben küsse, dass das historisch echte Holz ist, über das das Blut Christi geflossen ist, oder ist es nicht viel wichtiger, dass es in dieser Welt eben jetzt wirklich ein Instrument gegeben hat, und das ist Faktum, über das das Blut des menschgewordenen Sohnes Gottes geflossen ist. Also entschuldige meine, dass ich ein bisschen ausweiche, ja, weil ich kann diese Sachfragen hier, ich bin auch kein Exeget, ich kann sie nicht beantworten, weil es wird immer Diskussion bleiben oder Auferstehungsberichte. Da ist Jesus in Galiläa, dort ist er in Jerusalem und so weiter und so fort. Ja. Also die Evangelien wollten auch keine historischen Polizeiberichte schreiben, ja, sondern sie wollten jetzt eben für eine Hörerschaft für Gläubige aus einer Zeit, die Jesus nicht mehr gekannt hatten, wollten sie das Wichtigste jetzt eben festhalten, um die eben im Glauben zu stärken, und haben das, so gut sie konnten, mit den ihnen vorliegenden Quellen, teilweise auch als Augenzeugen jetzt eben berichtet. Und diese Diskrepanz eben kann leider auch der Pater Karl hier nicht auflösen. Noch einmal mit einem Hinweis auf den größten, für mich größten Theologen des 20. Jahrhunderts, Papst Benedikt den 16., seine drei Bände über Jesus von Nazareth und der dritte schmale Band über die Kindheit Jesu, bitte als Empfehlung für solche akribisch fragenden Leserbriefschreiber. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Wir haben schon leicht fast überzogen. Ja. Ich bitte dich noch um Gebet und den Segen. Jesus, wir danken dir, dass du für uns Mensch geworden bist in der Geschichte. Wir danken dir dafür. Das ist das, auf das es ankommt, in unserer Geschichte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
Dazu segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen. Danke für Ihre Zuschriften und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.